1000 Jahre altes Gericht stammt aus Seidenstraße von China bis Usbekistan und weiter. Fleisch, ganz viele Gemüse, Nudeln. Dieses Gericht sehr, sehr reich an Vitaminen. Unbedingt nachkochen, unbedingt. Sehr lecker ist. Aber ich mache heute ein bisschen anders. Bisschen anders, aber auch lecker. Sehr, sehr lecker. Dieser Gericht heißt Lagerman und in jeder Region oder sogar in jeder Familie wird anders gekocht, weil es gibt kein Grundrezept für dieses Gericht. Haben Sie zu Hause Möhren, Paprika, Aubergine, rein damit. Haben Sie was anderes, auch rein damit. Das heißt ganz viel Gemüse, Fleisch und Nudeln. Ja, ganz viel Gemüse. Tomaten, ich habe jetzt 2 Dosen geschälte Tomaten, weil zurzeit immer noch keine gute Tomate am Markt. Und dann Fleisch und Nudeln. Ich habe jetzt italienische Nudeln gewählt, die passen hundertprozentig zu diesem Gericht. Gemüse. Stangenbohnen, 500 Gramm. Kann man natürlich andere grüne Bohnen nehmen. Porree. Sonnenstange Porree. Dann Paprika. Richtig reife Paprika. Und sogar die riecht gut. Knoblauch. Ohne Knoblauch koche ich nicht. 5-6 zählen. Scharfe Peperoni, unbedingt. Das wird nicht scharf, haben Sie keine Angst. Dann 3-4 mittelgroße Zwiebeln. Möhren, die riechen nicht, aber die schmecken. 4 Stück. Sellerieknolli. Aber Sellerieknolli riecht sehr gut. So, 1 Stück davon. Auberginen, 2 Stück. Die riechen gar nichts. Aber in diesem Gericht müssen die unbedingt sein. Dann Grünzeug. Petersilie und Dill. Kann man auch Koriander nehmen. Das kann man richtig riechen. Sehr lecker. Und unbedingt, alle asiatischen Gerichte sind Grünzeug ist immer dabei. 2 Dosen geschälte Tomaten, weil ich habe schon gesagt, ja, ich finde keine gute Tomaten. Und die geschälte Tomaten sind besser für geeignet. Meiner Meinung. 1 Kilo Tafelspitz. 1 Kilo. Kann man sogar weniger. Das ist kein Fleischgericht. Nudeln. Ich habe jetzt italienische Nudeln ausgewählt. Kann man in jedem Supermarkt oder sogar bei Lidl kaufen. Sind wie bei richtigen Lagerman. Weil ich will keiner selber diese Nudeln machen. Und dann natürlich Pfeffer, Salz, Spezies und Öl. Das war's. Und wo wird gekocht? Gekocht wird im asiatischen Dutch-Ofen. Kasan. 10 Liter Kasan. Ich mache das heute fast voll. Volles Kasan mit diesem Gericht. Ich rate euch auch viel zu machen. Es wird in kurzer Zeit alles nicht, aber viel aufgegessen. Dann haben sie für den zweiten Tag auch was. Wenn sie kochen dieses Gericht Lagerman, dann kochen sie etwas mehr. Es schmeckt, wirklich schmeckt. Dieses Gericht kochen Chinesen, Uiguren, Tadschiken, Usbeken und mittlerweile ganzes Russland und jetzt auch in Europa wird gekocht. Weil schmeckt es das. Ganz viel Vitaminen ist drin und lecker ist. Uchak, Feuerofen, Holzofen, Holz wird angezündet und Kasan, 10 Liter, obendrauf. Genug geredet, jetzt kochen wir. 150 bis 200 ml Sonnenblumenöl. Das ist nicht viel, weil wir kochen ungefähr mit 8 Liter Volumen Gericht. 8 Liter wird das. Dann 2 Knoblauchzehen und eine Peperoni, Chilischotten. Wir aromatisieren Öl. Daher wird das Knoblauch und Peperoni entfernt einfach. Fleisch, Tafelspitz, 1 Kilogramm, kann man viel weniger, 500 Gramm reicht das vollkommen. Das ist kein Fleischgericht, das ist Nudelgericht mit Gemüse. Und wird geschnitten, wie für geschnitteltes, Zentimeter mal Zentimeter mal 5 cm lang. Und wird scharf angebraten, aber nicht zum Tode braten. Da muss man scharf anbraten und dann
wie das andere rein kann. Sie sehen schon perfekt aus. Schauen Sie, wie Pommes. Sehen wie Pommes aus. Fleisch wurde perfekt angebraten, jetzt kommt Zwiebel. 3-4 Stück mittelgroße und wird so in Scheibchen geschnitten oder kleine, nach Lust und Laune. Dann 5-6 Knoblauchzehen. Ganz klein hacken, rein damit auch. Und natürlich umrühren und auch anbraten. Jede Zutat wird vielleicht 2 Minuten angebraten. Dann Sellerieknolle wird auch so in Streifen, dünne Streifen geschnitten und wird auch angebraten. 2-3 Minuten oder gar weniger. Gemüse soll eigentlich nicht so ein bisschen bissfest sein. Möhren 3-4 Stück in dünne Streifen geschnitten und wird auch kurz angebraten. Jetzt ein bisschen will ich erzählen über diese Schaumlöffel oder Schaumkelle. Die soll eigentlich flach sein, nicht so gewölbt sein. Weil, wo dieses Prozent jetzt? Wenn es gewölbt ist, dann zerdrücken die Gemüse, da werden die nachher platt. Mit so einer flachen ist wie, ja, so wie ganz normale Schaufeln gearbeitet. Dann Bohnen, 500 Grad habe ich schon gesagt, wird geschnitten, so eine 2 cm lange Stückchen und wird auch kurz angebraten. Oh, die sehen schon perfekt aus. Schöne Farbe. Dann Porree, so eine kleine Porree. Ja. Und Aubergine, 2 Stück. Aubergine muss unbedingt sein. Und Aubergine, die ziehen ganzes Fett wie Schwamm rein damit. Und die werden nachher, die ziehen auch ganze Säfte rein. Die sind lecker nachher, sehr lecker nachher. Und keiner schmeckt, das war Aubergine. Keiner schmeckt es. Sogar Kinder nicht. Gewürzen. 1 Teelöffel schwarze Pfeffer, 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel und 1/2 Teelöffel Koriander. Ganz typisches asiatisches Gewürze. 1 Esslöffel Paprika, ein wenig Salz, 1/2 Esslöffel Esma. Naja, muss man sowieso abschmecken. Und ganz wenig Chili-Pulver. Ganz wenig. Na Geschmack natürlich, na Geschmack. Und alles umrühren. Weiter mit Sojasauce. 2-3 Esslöffel. Manche machen mit, manche ohne. Ich mache das mit. Weil ist es auch Geschmack verstärker. Aber na Geschmack wieder. Es gibt kein Grundrezept für dieses Gericht. Jetzt 2 Dosen geschälte Tomaten. Habe schon gesagt. Ja, die Tomaten, was ich habe gerade bei Supermarkt gesehen, die sind ja von optisch sogar nicht lecker aus. Darum ist das 2 Dosen geschälte Tomaten. Dann ungefähr 1 Liter bis 2 Liter sogar heißes Wasser. Wasser soll 1 cm drüber Gemüse sein. Oder sogar mehr. Wenn Sie wollen ein bisschen dünnflüssiges Gericht haben, dann mehr Wasser. Es schadet nicht, weil Gericht ist intensiv ein Geschmack. Intensiv. Und einmal natürlich abschmecken. Weil vielleicht zu wenig Salz, Pfeffer und so weiter. Ja, habe ich festgestellt, zu wenig Salz. Es ist wieder angefangen zu regnen. Dieses Gericht, asiatisches Gericht, ist das Beste natürlich bei prallender Sonne zu kochen. Weil Asien ist Sonne, die gehören zusammen. Aber wir sind in Deutschland. Wir haben mehr Regen. Deckel zu und lassen wir ein paar Minuten erstmal kochen. Ein paar Minuten, nicht mehr. Und ich habe jetzt Zuluft und Abluft auf Minimum gestellt. Ja, nach ein paar Minuten machen wir auf. Oh, da kocht schon was. Kocht schon was. Jetzt Paprika. Paprika ganz zuletzt. 2-3 große Paprika. So eine Würfel geschnitten, 3x3 cm oder kleiner. Weil Paprika braucht nicht viel zu kochen. Sonst wird die matschig. Ich mache das keine matschige Paprika. Letztes Mal abgeschmeckt und jetzt, wenn es alles passt, Salz, Pfeffer und so weiter, dann ist es okay. Ja, alles okay, alles im grünen Bereich. Ab jetzt koche ich nicht nach Rezept. Überhaupt, ja, weil Nudeln wird separat gekocht. Ich will kochen in dieser Topf. Ich will kochen in dieser Topf. Darum wird das 1/3 von Gemüse entfernt erstmal.
Für mich war immer langweilig Rezept wiederholen. Ich möchte jedes Mal was anderes ausprobieren. Darum, ich koche in dieser Topf, nicht separat. Nudeln, 750 Gramm, habe ich schon gesagt, kann man bei Lidl sogar kaufen. Diese Nestnudel, italienisches Nudel. Ja, sehr geeignet. Es wird nachher nie matschig. Es wird so bissfest. Und ich würde sagen, dieses Experiment sehr gut gelungen. Laut meiner Familie. Das ist die beste Experte der Welt. Meine Familie. Hier ist natürlich klar, Nudel muss mit Wasser bedeckt sein. Sonst wird unten gekocht und oben ist es roh, trocken. Dann Gemüse, was haben wir gefährt, wird oben drauf auf Nudel gelegt. Dill, Koriander, Petersilie. Diese drei Zutaten gehören fast zum alle asiatischen Gerichten. Nach Geschmack, nach Lust, nach Laune. Kann man natürlich auf fettige Teller schon drüber streuen. Ich mache das jetzt in meinen Kasan obendrauf, damit ja mehr Vitamine bleibt drin. Weil mein Sohn anders isst nicht. So bekommt er mehr Vitamine. So trickse ich zu Hause. Können Sie auch zu Hause ein bisschen tricksen. Kinder, die wissen schon, die essen nicht alles, was grün ist. Und dann in dieser Viertelstunde regnet. Aber meine Kamera. Für meinen Uchak und Kasan kein Problem. Ich will nicht unter Wasser stehen, aber für Uchak und Kasan kein Problem. Dann abputzen. Ja, muss man alles ordentlich und sauber aussehen. Es regnet immer noch ein wenig, aber ein wenig. Dann Deckel zu und dann sehen wir rot, grün, gelb, alle Farben. Und ein von dieser Nudelnest mit ausgewählt. Ja, perfekt. Dann so einer Suppenteller rein damit. Dann natürlich obendrauf Fleisch. Gemüse nicht vergessen. Wie sagt es, mein Sohn hat das alles aufgegessen. Alles aufgegessen. Und natürlich Brühe. Ich habe schon gesagt, mit dem wollen mehr Brühe, dann lassen wir mehr Wasser rein. Mehr Wasser reinlassen. Und dann probieren. Schauen Sie. Nudeln. Schauen Sie. Zeig uns. Ja, das ist das, oder? Lecker. Butterweiche Fleisch, bissfeste Gemüse und Nudeln. Und dieses, das war alles in einen Topf gekocht. Nudeln waren nicht separat gekocht und war das nicht matschig. Und Nudeln aufgesaugt. Ganze Säfte, ganze Vitamine von Fleisch und von, was? Von Gemüse. Zu empfehlen, nur zu empfehlen. Wenn Sie kochen so ein Gericht, kochen Sie mehr. Sie werden begeistert sein. Das verspreche ich euch. Sehr lecker. Heiß, aber lecker. Ich wünsche euch einen guten Appetit, bleibt unbedingt gesund, tschüss und auf Wiedersehen. Und Daumen nach oben für dieses Gericht, gebt Daumen nach oben, sogar zwei Daumen nach oben. Tschüss, lecker.